Kick it. Moin Moin, herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2015. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine Analyse des letzten Jahres durchführen. Haben wir in 2014 auch schon mal gemacht, oder für 2014 genauer gesagt. Und die ist gut angekommen und es ist für mich selbst auch mal ganz interessant, so die Fortschritte praktisch zu entdecken, die sich so auf meinem Kanal ergeben und nochmal Revue passieren zu lassen, was wir alles zusammen gezockt haben und was so für tolle Ereignisse passiert sind. Kleiner Ablaufplan am Anfang. Ich habe mir natürlich wieder 1000 Zettel gemacht, weil das ist jetzt ja ein etwas größeres Projekt und da habe ich mir schon ein paar Stichworte gemacht. Also erstmal präsentiere ich euch jetzt, wie gesagt, wie soll das Ganze hier vonstatten gehen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Begrüßungsblabla, wie gesagt, und ich erkläre euch halt den Ablauf. Und als nächstes kommen auch schon die ersten Let's Play-Projekte in diesem Jahr. Die lasse ich dann nochmal kurz Revue passieren und ich erzähle dann so ein bisschen meine Eindrücke dazu. Und ich glaube, es sind ungefähr 20 Projekte, die ich dieses Jahr geschafft habe. Ungefähr. Werden wir gleich nochmal dann analysieren. Wie gesagt, die ersten 10 wahrscheinlich folgen dann gleich. Und im Anschluss werden wir uns dann hier vor der Kamera wiedersehen. Und dann nehmen wir uns wieder ein paar Statistiken vor. Habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht. Da habe ich dann so ein paar Screenshots von meinen YouTube-Analysen gemacht. Und das bin ich dann mit euch zusammen durchgegangen und dann haben wir angeguckt, was so ein bisschen, ja, das Herausragende in dem Jahr war. Und jetzt können wir sogar gucken, den Vergleich praktisch. Von 2015 zu 2014 habe ich so ein paar Fakten rausgesucht, sehr interessant. Und ich habe diesmal auch so eine kleine Gesamtansicht gemacht, also praktische Seitkanalerstellung, was sich da alles getan hat. Da sind die Zahlen sehr, sehr interessant. Also da könnt ihr euch drauf freuen, das wird spannend. Und im Anschluss gibt es dann die nächsten Let's Play-Projekte in 2015, wahrscheinlich auch wieder knapp 10, die wir dann zusammen durchkauen und wo ich dann meine Eindrücke zu schildern werde. Im Anschluss sehen wir uns wieder vor der Kamera und dann gehen wir so ein bisschen die Highlights oder die besonderen Ereignisse durch. Die Reisen, die ich unternommen habe, vielleicht Abo-Specials, die gelaufen sind, sonstige Sachen vielleicht, Personen betreffend oder so. Je nachdem, also ich habe ja einiges auf dem Zettel jedenfalls, da kommen dann auch noch so Sachen bei, wie zum Beispiel Veränderungen auf dem Kanal, vielleicht vom Design her und solche Geschichten oder vielleicht neue Rubriken, die ich ins Leben gerufen habe hier auf meinem Kanal, wenn da sowas gewesen ist, dann werden wir das nochmal besprechen und ihr dürft natürlich auch gerne permanent eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie euch dieser Jahresrückblick überhaupt gefällt, wie ich das so angehe. Und was euch positiv oder negativ in diesem Jahr aufgefallen ist. Also ihr dürft auch eure Meinung äußern. Wenn ihr meint, Mensch Alex, in diesem Jahr, da hast du dich aber richtig scheiße verhalten. Das fand ich nicht gut an der und der Stelle. Dann schreibt das gerne, habe ich gar kein Problem mit. Oder wenn ihr sagen wollt, ey Alex, ich fand das top, das war richtig geil. Mach weiter so, auch das höre ich gerne. Also ihr dürft euch gerne äußern und freien Lauf. Ne? Also keine Sorge, keine Hemmung. Nach diesen besonderen Ereignissen werde ich euch wieder eine kleine Vorschau präsentieren. Allerdings wird die nicht so umfangreich wie beim letzten Jahr. Da hatte ich ja, glaube ich, 10 Projekte oder noch mehr, glaube ich, sogar vorgeschlagen oder angekündigt. Da habe ich nicht mal die Hälfte von geschafft. Ist mir bewusst gewesen, weil, ja, es kam halt spontan immer welche Sachen dazwischen, wie zum Beispiel Resident Evil Revelations 2 als Beispiel. Das kam halt brandneu raus. Und das wollte ich dann unbedingt spielen, weil mich das Spiel so fasziniert hat. Das hatte ich natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich den Jahresrückblick gemacht hatte damals, noch nicht auf dem Zettel. Und deswegen hat das nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, 4 oder 5 Projekte, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich glaube 5. Die werde ich euch trotzdem vorstellen, weil das sind 5 Spiele, die auf jeden Fall kommen werden. Egal, was passiert in diesem Jahr, muss ich ja schon in diesem Jahr sagen, in 2016, die werden auf jeden Fall kommen. So. Dann habt ihr da was und und im Anschluss kommen wir dann nochmal hier zur Kamera wieder, wo ich euch dann so ein paar Schlussworte noch erläutere und vielleicht verrate ich euch noch so ein paar andere Projekte fürs kommende Jahr, beziehungsweise fürs aktuelle Jahr, richtig, und ein paar Planungen, ein paar Sachen, die ich vielleicht wieder aufleben lassen werde. Und ja, also wer zum Schluss dran bleibt, der kriegt schon ein paar tolle Infos. Ich möchte es mal so sagen. Das ist jetzt nicht, um euch jetzt hier an die Kamera zu heften und unbedingt dran zu bleiben. Ihr könnt ja natürlich theoretisch auch einfach vorspulen. Ne? Also das ist ja eigentlich wurscht, ob ich das nur sage oder nicht. Aber
es wäre schon schön, wenn ihr komplett dranbleiben würdet. So, dann denke ich, wisst ihr jetzt, wie das hier ablaufen soll? Und ich würde sagen, wir fangen an mit den ersten 10 Spielen des Jahres 2015. Und ich bin gespannt. Ich werde die gleich alle nochmal in meinem Kopf Revue passieren lassen. Und dann werde ich euch das gleich kommentieren, was wir da alles hatten. Fangen wir an. Bitteschön. Da sind wir wieder. Ja, ich musste tatsächlich die PlayStation neu starten. Das Jahr 2015 fing an mit Krog. Ich kenne meine PlayStation. So, ja. Diese Teile sind auch neu. Wenn wir darauf gehen, dann bewegen die sich in die. Meine erste Bekanntschaft mit Krog habe ich durch das Let's Play vom Dave gemacht. Von Dave Dern TV. Der hat nämlich dieses Spiel Let's Played und ich war von Anfang an ziemlich begeistert. Also mir hat der Hauptcharakter sofort gefallen. So ein kleines Krokodil fand ich richtig cool, die Idee. Und dann diese Gobbos dabei, denen man dann helfen muss und so weiter. Also die ganze Story hat mir sehr gut gefallen, dass man so kleine Edelsteine einsammeln muss. Die ganze Umgebung war sehr schön gestaltet und der Soundtrack ist einzigartig. Muss ich sagen, also ich habe den Soundtrack jetzt auch bei mir in meiner Game-Soundtrack-Liste drin. Hört ihr ja dann teilweise auch immer in den Livestreams zum Beispiel. Und ich hatte hier bei diesem Let's Play den Dave natürlich auch zu Gast, ne? Weil er kannte das Spiel jetzt ja schon durch sein Let's Play. Deswegen habe ich gedacht, komm, wäre ganz nett, wenn du ihn dazu holst. Und ich weiß gar nicht, ob das Premiere war. Auf jeden Fall hatte ich den Lars, den Viper-Fan Lars in diesem Projekt dabei. Und ich glaube ja, es war sogar schon die Premiere, ja. Und ja, da konnte er mir natürlich auch dann beistehen. Ich glaube sogar, ich habe mit ihm zusammen das Spiel beendet. Ein sehr, sehr schönes Projekt ist es gewesen. Krog 1 hat sehr viel Spaß gemacht für PlayStation 1. Es sind insgesamt 28 Parts geworden. Und fertiggestellt war das Projekt am 29.01.2015. Hallo. So, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen verfolgen lassen. Und das piekt. Achso, oder auch nicht. Genau, er piekt zu. Genau, und dann drehen wir uns einmal und dann haben wir ihn schon einmal getroffen. Und wir müssen den Gegner dreimal treffen. Darf er nichts umkommen lassen. Die haben immer schöne Sachen dabei. Nee, Edgain. Das zweite Projekt war ein Replay. Nämlich Cold Winter für PlayStation 2. Ist alles schon verschwunden hier? Normalerweise bleiben die Leichen liegen. Also bisher ist das so gewesen. Oh. Weiß man nicht. Lange Zeit gab es keinen Ego-Shooter mehr auf meinem Kanal. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt gar nicht so viele habe, die ich unbedingt mal spielen möchte, habe ich mich für ein Replay entschieden. Denn zum einen finde ich das Spiel Cold Winter einfach genial. Und es war schon eine Zeit lang her und habe gedacht, komm, machst du ein Replay, hast richtig Bock drauf auf das Spiel. Und da ich ja jetzt auch durch die Elgato eine etwas bessere Qualität bieten kann, habe ich mir gedacht, machst das einfach nochmal, weil du diesem Spiel einfach gerecht werden möchtest. Den Dave hatte ich in diesem Spiel, meine ich, auch zu Gast, dem das Spiel übrigens auch sehr gut gefällt, hat er mir mal erzählt. Und deswegen habe ich gedacht, biete es ihm das an und er hatte auch direkt Lust. Ja, wir spielen halt einen Agenten, Agent Sterling um genau zu sein, und wir müssen die Welt retten. Eine simple Geschichte, macht auf jeden Fall Laune und einige gute Synchronstimmen, wie zum Beispiel auch der Hauptcharakter von Manfred Lehmann gesprochen wird. Für das Projekt habe ich 35 Parts gebraucht und das Ganze wurde am 5.2.2015 fertiggestellt. Aus der Häuser gerannt oder so, keine Ahnung. Und dann da hoch? Ja, muss ja irgendwie. Oder von hier hinten, da, keine Ahnung. Irgendwo muss er ja schon hergekommen sein. Ja. Dennis, ist klar. So. Was ist das denn für ein Bus? Das ist auch wieder hier, Salat. Oh, hier wird es zwar kritisch hier, der will nichts, okay. Lucky Luke für SNES. Was bringt mir denn die Kiste? Das erste und einzige Super Nintendo-Spiel in 2015. Ich bin gerade selbst relativ überrascht. Das muss ich auf jeden Fall ändern in 2016. Also ich möchte euch gerne mehr vom Super Nintendo präsentieren. Gerade weil der Super Nintendo meine Lieblingskonsole ist. Das geht ja gar nicht. Ich hatte anscheinend so viele Projekte im Kopf, dass ich den Super Nintendo komplett außer Acht gelassen habe. Jedenfalls ist Lucky Luke ein sehr, sehr geiles Spiel. Habe ich in meiner Kindheit schon gerne gespielt. Vor allem, ja, ich habe die Comics gesuchtet als Kind und ich liebte immer das Zusammenspiel mit Lucky Luke und den Daltons. Auch die Filme fand ich sehr, sehr geil. Wobei der allererste Daisy Town ein Klassiker ist und dann auch die richtig guten Stimmen für die Daltons dabei waren. Und ja, allein deswegen hat das Spiel für mich einen Kultstatus. Ist auch nicht wirklich lang gewesen. Ich habe das Ganze in 6 Parts geschafft. Ist halt ein typisches Jump'n'Run mit viel Schießereien dabei. Das habe ich auch komplett alleine durchgezogen. Das hätte sich nicht gelohnt, da einen Gast mit einzubauen. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht. War mal ein netter Ausflug. Und auch der Soundtrack ist hier übrigens sehr, sehr geil. Also kann ich nur empfehlen. Endlich geschafft. Hat gar nicht mal so diesen typischen SNES-Düdel-Sound.
sondern ist schon ein bisschen hochwertiger, muss man sagen. Stern? Fertiggestellt habe ich das Ganze am 11.02.2015. Geizkragen hier. Ich versuche jetzt einfach nochmal nach links zu springen. Da ist tatsächlich noch was da oben, ne? Aber so weit kann ich nicht springen. Von da aus auch nicht, ne? Hier aus da irgendwie hoch. Okay, haben wir wesentlich. Als nächstes haben wir Super Mario Land für den Game Boy. Mit Ausnahme von Resident Evil Dead Aim, was ich im Jahr zuvor Let's Played habe, war das mein erstes Gameboy-Spiel, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Und diesmal musste ich auch nicht auf einen Emulator zurückgreifen, denn ich habe mir zwischenzeitlich einen Gameboy-Player zugelegt. Eine Art Adapter, den man für den GameCube kaufen kann. Und damit kann man dann Gameboy-Spiele, Gameboy Color und auch Gameboy Advance-Spiele auf dem GameCube, ja, auf dem GameCube spielen. Ich wollte auf dem Gameboy schon sagen. Und ja, da habe ich mich dann für Super Mario Land entschieden. Auch ein kurzes und knackiges Spiel. Ich habe mich allerdings ein bisschen blöde angestellt und habe dann 5 Parts gebraucht, was eigentlich viel, viel schneller geht. Denke auch. Nichtsdestotrotz, ein sehr schönes Spiel und ich kann mir gut vorstellen, diese Reihe auch mal fortzusetzen. Vielleicht kommt ja auch in 2016 wieder ein Gameboy-Spiel. Ich bin gespannt. Ich habe ja einige noch hier rumliegen und wenn sich die Zeit mal anbietet, weil allgemein sind ja Gameboy-Spiele nicht so lang, und ich dazwischen mal irgendwie ein Projekt zwischenschieben kann, so, dann wird da vielleicht was kommen. Würde mich doch freuen, denke ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Hier hätte ich auch keinen Gast dabei, wie gesagt, weil es ja schon ein sehr kurzes Projekt war. Und fertiggestellt wurde das Ganze am 17.02.2015. Darf ich nicht rein? Okay. Uha. Uha. Zum Glück kommen die nicht zurückgerannt, ey. Dann hätte ich echt ein Problem. Durch den Garten rennt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ob die über. Doch, Teil 2 haben doch, die sogar noch. Ja, genau, das hatte ich dir geschrieben. Zombies Ate My Neighbors. Sieg heißt auf jeden Fall meiner hier. SNES. Genau. Und Sieg ich heiße Heil. Nein. Nee. Da habe ich mich ja dann doch vertan. Natürlich hatte ich noch ein SNES-Spiel. Ich hatte es bloß nicht ganz auf dem Zettel, weil dieses Projekt leider noch nicht beendet worden ist. Ich habe dieses Gemeinschaftsprojekt, was ich zusammen mit dem Loveo alias Harry aufgenommen habe. Irgendwie nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, weil es halt noch nicht beendet worden ist und weil wir halt technische Probleme hatten und bisher konnten wir das noch nicht beheben. Wir spielen das zwar zusammen, aber haben das übers Internet gespielt mit so einem gewissen Programm, was sich Hamachi nennt, glaube ich, oder Haimachi. Ja, aber Haichi Bum Baichi Bum Bum. Und das hat aber irgendwie versagt, hat den Geist aufgegeben und mittlerweile haben wir noch keine Möglichkeit gefunden. Ich würde es sehr gerne fortsetzen und Harry, falls du das hier hörst, du bist natürlich gerne eingeladen, wieder dabei zu sein. Ich würde das gerne mit dir zusammen durchspielen. Wir müssen mal gucken, wie wir das vielleicht mal hinkriegen. Jedenfalls ein nettes, kleines Zombie-Spiel, hat auch sehr geilen Soundtrack. Unter anderem habe ich ein Lied aus dem Spiel als Skype-Klingelton und auch als Handy-Klingelton gehabt. Und ja, wie gesagt, 10 Parts haben wir aktuell fertig. Beendet kann man nicht sagen, aber der letzte Part wurde, glaube ich, am 15.03.2015 hochgeladen. Seitdem ist hier leider pausiert, aber da wird es bestimmt hoffentlich irgendwann weitergehen. Jedenfalls Zombies Ate My Neighbors, ein cooles Spiel und ich würde mich freuen, wenn es irgendwann weitergehen würde. Ihr könnt doch nicht einfach schon fertig sein. Ich kann euch gar nicht annehmen. Ich kann nicht annehmen, dass das alles sein soll. Ich verstehe gerade nicht, normalerweise war doch rechts auch noch irgendwie eine Geisel, dachte ich. Ist das schon wieder Geisel? Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass wir so schnell hier durchgekommen sind. Also, das ist Level 1. Ja, gut. Rapsa, rapp ich sie rüber ab. Nee, hat nicht ganz. Frontschwein. PlayStation 1. Jetzt will er nicht mehr in Unterstand rein. Ein weiteres Replay. Oh, ja, mein erfolgreichstes Projekt überhaupt hat sein Replay gefeiert. Und zwar in 2015. Ich habe mir gedacht, es kam halt so gut bei euch an damals. Da habe ich gedacht, komm, wir machen das nochmal in etwas besserer Qualität. Und ja, es kam auch wieder sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Viele von euch haben sich gefreut. Und ich habe dieses Projekt in 2 Teile unterteilt. Und zwar die erste Runde. Also man muss Frontschwein ja immer 2 Runden durchspielen, um 100% zu erreichen. Es handelt sich hier eigentlich um ein strategisches Kriegsspiel à la Worms. Nur halt in 3D. Und mit wesentlich geileren Sprüchen. Also die Schweine haben sehr, sehr coole Sprüche drauf. Und wir müssen die gegnerischen Schweine besiegen, um an die Schweinefraßvorkommen zu kommen. Ein sehr, sehr lustiges Spiel. Wenig Sinn, aber dafür
sehr viel Spaß. 27 Parts habe ich für die erste Runde gebraucht und das Ganze wurde am 17.03.2015 beendet. Es läuft. Ah, schön. Da freut sich auch der Lars. Gekämpft haben sie alle. Tapfer gekämpft haben sie alle. Das kann man nicht anders sagen. Schön. Wieder zwei Orden dazu. Und dann kriegt auch Lars jetzt eine Beförderung. Ich behalte den Revolver auf jeden Fall. Ich dachte, das bringt mich jetzt hier weiter. Aber nö. Der hat einen Fußball. Silent Hill 4. The Room. Lecker. Für PlayStation 2. Das war's jetzt hier schon wieder? Ein weiterer Teil in der Silent Hill-Reihe. Die ersten drei Teile hatte ich ja bereits mit euch Let's Played, allesamt blind und genauso war es auch mit Teil 4. War ein sehr, sehr schönes Spiel, für mich das beste Silent Hill Spiel bis dahin und atmosphärisch einfach genial. Das Einzige, was mich gestört hat, waren wirklich die Gegnerarten, weil in diesem Silent Hill Projekt das oft vorkam, dass die Gegner nicht sterben konnten. Es waren halt viele Geister, die ließen sich halt für kurze Zeit aufhalten, aber sie standen immer wieder auf und das hat dann an meinen Munitionsvorräten gezerrt und meine Energie hat nicht gereicht. Hab natürlich auch wieder das schlechteste Ende erreicht, wie immer bei Silent Hill bisher. Und ja, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Spiel eigentlich, aber ja, im Nachhinein vom Spielerischen her war ich dann nicht ganz so glücklich damit, vor allem wie ich mich angestellt habe. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss und so, ist natürlich beim zweiten Mal durchspielen immer ein bisschen einfacher. Würde ich es natürlich anders machen. Aber gut, ich habe 63 Parts gebraucht, das war ja eins der längeren Projekte schon in diesem Jahr. Und ich hatte hier, glaube ich, auch einen Gast, genau, die Vampire Girl 3672 war hier zu Gast für 8 Folgen, bin ich der Meinung, genau. Und ja, ich musste mir zwischendurch ein bisschen Hilfe holen. Ich habe bei dem Langster, genau. Das war nämlich, das, genau, das ist das Projekt gewesen, bei dem ich den Langster, damals hieß er sogar noch Lord Langster, kennengelernt habe. Nämlich, ich hatte ein deutsches Let's Play gesucht, jemand, der das gespielt hat. Und da bin ich auf den Langster getroffen und bin bei ihm hängen geblieben, sozusagen. Ein sehr, sehr cooler Let's Player und ich gucke auch heute noch bei ihm. Und wir haben auch mittlerweile Kontakt aufgebaut, was mich sehr, sehr freut. Jedenfalls Silent Hill 4, ja, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, und ich habe es beendet am 4.04.2015. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. In meine eigene Tür komme ich auch nicht rein. Und rein da. Crash Tag Team Racing, PlayStation 2. Schnellrunden, wie heißt das? Ein weiteres Spiel in der Crash Bandicoot-Reihe. Doch. Ende des Jahres 2014 hatte ich Crash Twinsanity Let's Played, auch für PlayStation 2. Und das nachfolgende Spiel ist halt Crash Tag Team Racing. Diesmal eine Mischung aus Jump'n'Run und Autorennspiel mit diversen Minigames noch dazwischen. Das ist auch das erste Crash Bandicoot-Spiel gewesen, wo ich dann auf die 100% verzichtet habe. Weil, ja, nach Beratschlagung mit dem Super Flash Crash haben wir uns dann dazu durchgerungen, dass die 100% einem nicht viel bringen. Also storytechnisch ist es kein Unterschied. Es wäre halt nur eine ewige Suche gewesen und ich sage mal so 100% Challenge ist schön und gut, aber sie macht in meinen Augen halt nur Sinn, wenn man dafür auch irgendwas bekommt. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Hab trotzdem 41 Parts für das Projekt gebraucht, also ist nicht ganz wenig, finde ich. Und hätte ich da jetzt noch 100% gesucht, wahrscheinlich hätte ich das Doppelte gebraucht. Also von daher ist das so in Ordnung. Ist ein nettes Spiel, auf jeden Fall, aber kann natürlich nicht an die alten Crash-Spiele rankommen. Hier waren selbstverständlich Rick und Dave zu Gast, meine beiden Stammgäste, wenn es um Crash Bandicoot geht. Jeder war 8 Parts dabei und das Let's Play wurde zum 30.04.2015 vollendet. Ich werde Teufel tun und bremsen, das mache ich jetzt bestimmt nicht. Es sieht sehr unspektakulär aus, was ich hier mache, ne? Resident Evil. Ach, tatsächlich, da ist wieder so ein Teil. Seht ihr das? Ach, Revelations 2 Teil, für PlayStation 3. Das ist gut. Das hätte ich jetzt nämlich fast wieder nicht gesehen. Dieses Let's Play war schon ein Sonderfall. Normalerweise bin ich ja keiner, der sofort ein Spiel zocken muss, wenn es rauskommt. In diesem Fall wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so weit gekommen, hätte ich das Spiel nicht geschenkt bekommen, richtig? Was ist das denn?
Im Rahmen eines Unboxings wurde mir Resident Evil Revelations 2 zugeschickt. Und da war ich sowas von neugierig auf das Spiel, weil ich auch schon so einen kleinen Trailer gesehen hatte und wusste, was ungefähr auf mich zukommt. Es ist halt im Stil von Resident Evil 4 gehalten, muss man sagen. Grafisch und auch vom Gameplay her. Und das hat mir sofort zugesagt. Und da habe ich gesagt, okay, dann spielst du das auch sofort. Und habe das dann praktisch dazwischen geschoben. Das hat meinen ganzen Ablaufplan ein bisschen durcheinander gebracht, aber es war es auf jeden Fall wert. Es waren 47 Parts, wo ich wirklich Freude an diesem Spiel hatte. Resident Evil Revelations 2 ist absolut empfehlenswert und geht weitaus eher in die Richtung der Resident Evil Spiele, wie ich sie liebe, als die Teile 5 und 6. Leider ist es so. Also die Hauptstory an sich wird hier nicht weiterverfolgt, aber man spielt auch tatsächlich mal wieder Barry Burton aus dem Urgestein aus dem alten Original Resident Evil für PlayStation 1. Allein das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, hier hatte ich, glaube ich, keine Gäste dabei, wenn ich das richtig weiß. Eigentlich pflege ich das ja bei Resident Evil Spielen nicht zu machen. Wenn ich mich jetzt irre, tut mir das leid. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich hatte keinen Gast dabei. Und ja, fertiggestellt habe ich das Ganze am 24.05.2015. Das ist doch nicht wahr hier. Ich lasse mich hier von einem normalen Zombie töten, ne? Das gibt's doch nicht. Geh weg, ey. Aber ohne Witz, ich wollte eigentlich nur den Vorgang abbrechen, um nochmal im Internet nachgucken zu können, um das Spiel zu pausieren. Ankh 2, Herz des Osiris. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine Kombination für PC. Und so war. Ist jetzt nicht der Rede wert. Ich schneide das jetzt einfach an den... Ja, es kommt selten vor, aber ich habe tatsächlich ein PC-Spiel gespielt. Und zwar die Fortsetzung von Ankh. Ein sehr, sehr niedliches und nett gemachtes Adventure-Spiel. Mit Oliver Rohrbeck in der Hauptrolle. Der spricht nämlich unsere Hauptfigur Asil. Ein junger Ägypter, der sich so ein wenig gegen den Pharao auflehnt. Wobei er in diesem Spiel sogar mit dem Pharao zusammenarbeiten muss an manchen Stellen. Und natürlich sind da auch einige Charaktere bei, die das Ganze so ein bisschen humoristisch aufpäppeln, das Spiel. Und es hat wirklich tolle Einlagen, es macht Spaß. Und ich denke, wir werden auch in 2016 mit dem dritten Teil dieser Reihe rechnen können. Und hier hatte ich allerdings keine Gäste dabei, bin ich der Meinung. Ich glaube nicht, aber in Teil 3 werde ich wahrscheinlich einen Gast dabei haben, wenn er sich dazu bereit erklärt, aber dazu wird noch nicht mehr verraten. Nur so viel, der Let's Player, der dabei sein wird, hat dieses Spiel auch schon einmal Let's Played. Und durch den kenne ich die Ankh-Reihe auch erst. Das wird vielleicht vieles gar nicht weiterhelfen, vielleicht einigen doch. Wer weiß es schon. Auf jeden Fall ist Ankh ein tolles Spiel. Ich habe 25 Parts dafür gebraucht und es am 30.05.2015 fertiggestellt. Ich kann sie ja, aber gut, sie kommt mir ja direkt hinterher gelatscht, ne? Wie mache ich das denn? Ich muss klingeln. So, wir klingeln und hauen ab. Ah, das geht so schnell nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Ja, das waren sie, die ersten Spiele des ersten Halbjahres 2015. War schon einige schöne Sachen dabei, auf jeden Fall. Und jetzt wechseln wir mal zu etwas, vielleicht etwas trockenerem. Für einige vielleicht die Statistiken, ja. Vielleicht aber auch für einige ganz interessant. Also ich finde es zum Beispiel sehr interessant. Und ich habe da wieder drei Screenshots vorbereitet, wie im Jahr zuvor schon. Und ich blende euch jetzt mal den ersten Screenshot ein. Ich verschwinde jetzt mal in die Ecke. So, da seht ihr was. Und zwar konnte ich komplett auswählen diesmal. Letztes Mal ging das nicht hundertprozentig. Diesmal ging es 1.1.2015 bis 31.12.2015. Also komplett ein Jahr. Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ihr seht das da? Ja, ihr müsstet das da sehen. Also ich gucke jetzt hier gerade zum Bildschirm, da kann ich das dann nochmal... Also ich habe die separat nochmal bei mir aufgerufen. Deswegen gucke ich gerade nicht direkt an. Was ich sehr interessant finde, ne? Die Aufrufe. Wir haben in 2015, beziehungsweise ich, habe 210.992 Aufrufe. Das ist krass viel, wenn ich mir das so vorstelle, wie oft praktisch meine Videos angeklickt worden sind. Wobei, das sind ja von unterschiedlichen. Ich glaube, YouTube merkt sich das nicht, wenn der gleiche Nutzer öfter ein Video anklickt. Ich glaube, das sind wirklich unterschiedliche.
Das ist heftig. Das finde ich wirklich heftig. Diese gesamte oder geschätzte Gesamteinnahmen, die können wir erstmal ignorieren, weil zum einen ist das nicht aussagekräftig, was da steht. Ich bin ja immer noch in einem komischen Netzwerk drin verstrickt. Wisst ihr vielleicht, habe ich letztes Jahr glaube ich auch schon angesprochen. Allerdings komme ich da dieses Jahr wahrscheinlich endlich raus. Also Ende Januar 2016 ist das Thema wohl Geschichte, aber trotzdem ist die Zahl jetzt nicht ausschlaggebend. Also ich bekomme kein Geld aktuell von YouTube. Also das wollte ich aber so dabei sagen. Da unten wird es viel interessanter. Ich finde, diese positiven Bewertungen in 2015 wohlgemerkt, das ist nicht gesamt, das ist nur das Jahr 2015, 7349 positive Bewertungen. So viele Däumchen, positive Däumchen wurden mir gegeben oder habt ihr mir gegeben. Danke dafür. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das überwältigend, muss ich sagen, wenn ich mir das vorstelle. Und da im Gegenzug dazu nur 119 negative Bewertungen. Das ist verdammt wenig, finde ich. Also vom Verhältnis her ist das ja so gut wie nichts. Ne? Wenn man das mal, man kann die meinetwegen noch davon abziehen, habe ich immer noch über 7000 positive Bewertungen. Also es ist schon wirklich krass. Und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder. Ne? 3531 Kommentare. Wobei, da ist eine interessante Zahl im Vorjahr. Genau, im Vorjahr hatten wir nämlich Kommentare, oder ich, 4061. Das heißt, die Kommentare sind leicht zurückgegangen. 500 weniger Kommentare, wobei die positiven Bewertungen gestiegen sind. Ja, und die negativen sind auch gestiegen, aber halt geringfügig. Aber die Kommentare sind gesunken. Ich glaube, das ist aber allgemein so ein Trend. Ich glaube nicht, dass das jetzt speziell mit meiner Darstellung oder so zu tun hat. Keine Ahnung. Allgemein wird nicht mehr so viel kommentiert. Das soll jetzt kein Vorwurf an euch sein oder so, aber mein, wenn ihr was schreiben möchtet, dann schreibt ihr halt was. Und wenn euch nichts einfällt, dann eben nicht. Man, es spiegelt sich ja in den Daumen wieder, dass euch die Videos gefallen. Ich glaube, sind die eigentlich gestiegen, die Daumen? Ich gucke gerade mal eben hier. Ja, sind sie. Wir haben im letzten Jahr hatten wir 5038 positive und jetzt 7349. Also das ist praktisch ja nochmal dazu. Ne? Das ist jetzt hier nicht nur hier 2000 mehr, es sind 7000 draufgekommen. Also auf jeden Fall ein produktiveres Jahr 2015, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Nur die Kommentare halt leicht gesunken. So, gehen wir mal weiter. Geteilte Inhalte, ja, das finde ich jetzt nicht so interessant. Videos in Playlist, das ist auch eher was, was mich so betrifft, wo ich gucken kann, ach guck mal an, was du da alles gemacht hast. Aber interessanter halt der Abonnentenzuwachs in 2015, ne, 305. Ich habe in 2015 305 Abonnenten dazu bekommen. Finde ich echt heftig. Also früher, vor 3 Jahren oder so, da wäre ich froh gewesen, wenn ich überhaupt 305 Abonnenten bekommen hätte. Jetzt habe ich die in einem Jahr dazu gekriegt. Das ist heftig. Ne? Der Abonnentenzuwachs ist auch von der ist prozentual gestiegen. Da hatten wir in 2014 habe ich 244 Abonnenten dazu bekommen. Und jetzt in 2015 nochmal 305 dazu. Wir kriegen gleich nochmal eine Gesamtstatistik. Da seht ihr dann, wie das dann aktuell aussieht. Ne? Dann sind wir eigentlich mit der ersten Karte sind wir durch. Ich schnappe mal kurz die Maus und klicke das für mich weiter. Dann habt ihr hier diese Maske hier, genau. Und genau, da geht es nochmal um mein beliebtestes Video, was am meisten aufgerufen wurde. Das ist nach wie vor immer noch mein Frontschweine-Let's Play, der erste Part. Ne? Das ist so krass. In 2015 jetzt 6541 Aufrufe. Das sind 3,1% aller Aufrufe. 3,1% aller Aufrufe, die gewesen sind in 2015, wurden auf Frontschweine Part 1 geklickt. Das ist krass. Und im Vergleich zum Vorjahr, da war das auch schon so heftig, da waren es sogar 4,2%. Also prozentual gesehen sogar noch mehr Klicks auf mein Frontschweine-Let's Play. Deswegen hatte ich ja auch ein Replay in diesem Jahr davon gemacht, ne? Weil ich wusste, das ist ein beliebtes Projekt und ihr mögt es. Ich habe gedacht, da mache ich euch eine Freude, wenn ihr es halt nochmal sehen könnt. Und es ist auch wieder relativ erfolgreich gewesen. Zwar nicht in den Ausmaßen, ist ja klar, das Projekt hat ja auch einen wahnsinnigen Vorsprung. Es ist ja eines der ältesten auf meinem Kanal. Ne? Aber Wahnsinn. Finde ich immer sehr interessant. Ja, die Top-Länder können wir uns nochmal angucken. Na klar ist Deutschland an erster Stelle, 92%. Logisch, ne? Ich Let's Play ja auf Deutsch und das wird auch so bleiben. Deswegen wird Deutschland wohl auch weiterhin oben sein, genau wie Österreich und Schweiz. Ne? Ist halt deutschsprachig. Und dann kommt, was ich sehr witzig finde, mit 0,5% Brasilien. Also anscheinend gucken mir auch einige Brasilianer zu. Ja, guten Tag, schön, wenn ihr das versteht, bitte. Oder ich mache einfach nur einen lustigen Eindruck. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo dran muss es ja liegen. Und die Franzosen haben wir noch mit 0,2%. Ja, auch euch
Vielen Dank. Könnt ihr gern weiter zugucken, habe ich nichts gegen. So, Geschlecht, Aufrufe ist auch interessant. 86% meiner Zuschauer sind männlich und 14% sind weiblich. Ist ein relativ hoher weiblicher Anteil, finde ich sogar fast. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt ja nicht so die überaus weiblichen Spiele. Was würde ich denn als weibliche Spiele überhaupt einteilen? Einklassieren. Ja, klassifizieren. Ja, das ist das richtige Wort. Ja, keine Ahnung, aber ich finde eher, dass ich so die meisten Spiele sind eher so für das männliche Publikum, denke ich. Sowas wie Resident Evil und Silent Hill. Klar, es gibt natürlich auch welche, die das mögen, aber es wundert mich ein bisschen. Ich glaube, im Vorjahr, da waren es nur 11% weibliche Zuschauer, genau. Und 89% männlich dann logischerweise. Das ist also ein bisschen angestiegen auf der weiblichen Seite. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube nicht an mir. Wüsste ich nicht. Also mir ist nicht aufgefallen, dass ich jetzt während der Videos flirte oder so. Glaube ich nicht. Ist aber auch jetzt unwichtig. So, mit der Karte sind wir dann auch durch. Und dann haben wir hier noch diese wunderschöne Grafik. Genau, das ist jetzt die dritte, wo ich dann mal komplett meinen ganzen Kanalzeitraum reingenommen habe. Ja, am 30.10.2011 gegründet den Kanal. Und da gab es dann ja erst einmal einige Re-Uploads, sag ich mal, weil ich ja vorher einen anderen Kanal hatte und da hatte ich schon 4, 5 Projekte fertig, die sind erstmal hier hochgeladen worden. Also es sind alle Projekte hier drin, die ich jemals gemacht habe. Und ja, bis 31.12.2015. Und wenn ihr euch das jetzt mal reinzieht, 668.862 Aufrufe. Heftig. Das ist einfach nur heftig. Über 500.000. Es ist schon krass, ich komme da nicht so ganz drauf klar. Und viel, viel schlimmer, was heißt schlimmer, viel, viel herausragender finde ich noch darunter, 18.932 positive Bewertungen, komplett. Das ist bald an die 20.000, das ist heftig. Und im Gegenzug nur 210 negative. Also wenn ich das sehe, dann muss ich ja eigentlich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Ja, also wirklich, wenn wir nur 210 Leute da einen Daumen runter gegeben haben in dieser langen Zeit, dann kann ich nicht allzu viel falsch gemacht haben. Ich glaube, 10% dieser negativen Bewertungen sind auf meinen Tomb Raider Let's Play zurückzuführen, wo ich das Secret Ending vorgestellt habe. Also da hatte ich, ich glaube, da hatte ich allein 8, hatte ich da 8 Daumen runter? Oder 5? Weiß ich nicht. Aber dafür hatte ich, glaube ich, aber auch 30 plus oder so. Also die meisten fanden es eher lustig. Ja, das bleibt mir immer so ein bisschen im Gedächtnis, dieses eine Video. Nicht, dass ich es bereue, auf keinen Fall. Ich finde es halt nur witzig, die Reaktion darauf zu beobachten. So, Kommentare, knapp 15.000, ne? So viele Kommentare, so viel habt ihr mir schon geschrieben und ich hoffe, es ist verständlich, wenn ich dann nicht auf jedes Kommentar eingehen kann oder auf jeden Kommentar, weil ihr schreibt so viel und ich finde das auch super und das ist ja auch überwiegend positiv, was ihr schreibt, ne? Finde ich klasse, wobei auch negative Kritik ist angebracht, ne? keine Bedenken, aber ja, wenn ich auf jeden Kommentar da antworten wollte, dann wäre ich jeden Abend hier und müsste manchmal echt dann da eine halbe Stunde lang schreiben, weil ich dann da 6, 7, 8, 9, 10 Kommentare habe und weil ich da auf jeden dann antworten will und dann halbwegs logisch, ja, deswegen reduziere ich mich meistens darauf zu antworten, wenn wirklich eine Frage persönlich gestellt wird zum Let's Play oder so. Dann sage ich, okay, dann antworte ich nochmal eben, wenn ich das dann noch im Kopf habe. Wenn ich dann irgendwie groß nachrecherchieren müsste, dann lasse ich das auch noch manchmal weg. Aber wenn ich das dann spontan gerade weiß, dann antworte ich ja drauf. Aber ansonsten nicht böse sein, wenn ich mal nicht antworte. Ich lese auf jeden Fall alles, ne? Keine Sorge, ich lese wirklich alles. So, dann die Abonnenten. Also bis zum 31.12.2015 1045 Abonnenten. Wobei wir noch bei dem Thema sind, ich habe die 1000-Abonnenten-Marke geknackt in 2015. Das werde ich nachher noch bei den besonderen Ereignissen nochmal erwähnen. Danke dafür. Ganz, ganz krass. Wobei, aktuell, wo ich das jetzt hier aufnehme, habe ich sogar 1055, bin ich der Meinung. Also nochmal 10 mehr. Ist Wahnsinn, wie das ansteigt. Ich bin da sehr, sehr angetan von. Ja, soweit zu den Statistiken. Ich denke, das soll es bis hierhin auch erstmal gewesen sein, ne? Reicht ja auch. Ihr wollt ja sicherlich noch ein bisschen Videomaterial sehen. Ich denke, das ist dem Zuschauer eher so ein bisschen an den Interessen angelegt. So, ich wusste gerade nicht, wie ich den Satz beenden sollte. Ja, genau. Also es kommt jetzt die zweite Hälfte der Let's Play-Projekte in 2015, der zweite Teil praktisch. Und auch wieder einige Schmuckstücke dabei, auch ein paar Projekte, die mir sehr am Herzen lagen, aus verschiedenen Gründen. Werde ich aber gleich genauer drauf eingehen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der zweiten Hälfte der Projekte aus 2015. Film ab. Dann gehen wir mal auf die Fossiliensuche und gucken, was hier gerade erforscht wird.
Da nichts. Jurassic Park Operation Genesis für PlayStation 2. Okay, aber mehr können wir aber nicht tun. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie denn schon wieder? Ja, das ist die dritte Staffel meines Projekts so gesehen. Denn das Problem hatten wir ja schon mal. Jurassic Park Operation Genesis ist zwar ein sehr, sehr schönes Spiel, allerdings hat es die etwas doofe Eigenschaft, dass man nicht alle Dinos in einem Durchgang erschaffen kann. Es gibt halt gewisse Ausgrabungsstätten, die man freilegen kann. Ich glaube, über 3 oder 4 Kontinente verteilt. Und man kann immer nur 3 pro Durchgang öffnen. Da es aber 9 Stück gibt, kann ich euch in einem Durchgang nicht alle Dinosaurier zeigen. Und das habe ich jetzt mit dieser dritten Staffel dann erledigt. Jetzt kennt ihr alle Dinosaurier, die es in diesem Spiel gibt. Und da dieses Spiel bisher immer sehr gut bei euch angekommen ist und das halt einen ruhigen Charakter hat, was man sich gut zu Feierabend mal angucken kann, finde ich, um ein bisschen zu entspannen, habe ich mich halt für eine dritte Staffel entschieden. Und ich bin auch noch schneller geworden als in den beiden vorherigen Staffeln. Ich glaube nur 15 Parts, genau, 15 Parts habe ich für dieses Projekt gebraucht. War aber wieder sehr schön. Gäste hatte ich hier nicht dabei, das hat sich irgendwie nicht so angeboten. Da es aber wiederum sehr gut ankam und ihr alle sehr traurig wart, dass es vorbei war, habe ich es dann nochmal im Stream wieder aufleben lassen. Und ich glaube 4, 5 Streams lang hatte es uns dieses Spiel begleitet. Und ja, fertiggestellt habe ich dieses Projekt am 31.05.2015. Ich habe eine Karte gefunden. Wie bin ich denn da gerade hingekommen? Egal. So. Komm, hier auf. Reiner. Zack. Sehr schön. Ja, das ist das dritte Mal, dass ich jetzt hier schon die Anmoderation mache. Und ja, es tut mir leid, dass Krog 2 für PlayStation 1 tatsächlich was weggelassen habe, beziehungsweise rausgeschnitten habe. Weil ich würde ganz gerne diese Session damit beginnen, dass wir dieses Level endlich mal schaffen. Und ich habe es ja schon 2, 3 Mal versucht. Fast genau 7 Monate, nachdem ich den ersten Teil Let's Played habe, ging der zweite Teil in die Startlöcher. Krog 2 ist schon wesentlich umfangreicher als Teil 1. Es wurde auch einiges am Gameplay geändert. Wobei, ja, also Krog lässt sich ein bisschen anders steuern. Für meine Verhältnisse ein bisschen besser, nicht mehr ganz so hakelig. Was natürlich ein Problem ist, wenn man die erste Steuerung gewöhnt ist. Und die ist halt sehr hakelig und da musste man sich schon umgewöhnen. Man kann sich nämlich auch tatsächlich an eine bessere Steuerung schlecht gewöhnen. So ging es mir jedenfalls lange Zeit und ich weiß noch, dass in diesem Projekt gerade die Lianen mein großes Problem waren. Man musste nämlich öfter an Lianen springen und Krog wollte sich entweder nicht daran festhalten oder beim Abspringen ist er halt einfach zu weit gesprungen oder halt nicht weit genug. Und bis ich da erstmal den richtigen Dreh raus hatte, war das Projekt schon zu 3/4 beendet. Aber danach ging es echt flüssig, also wir haben auch einiges erreicht. 100% habe ich auch hier geholt, genau wie im ersten Teil. Es ist halt ein bisschen fies, dass ja, man muss bestimmte Edelsteine sammeln und dann bekommt man halt nur die Chance, ein gewisses Item einzusammeln. Wenn man das aber nicht schafft, dann darf man das ganze Level noch einmal spielen, um diese 5 Edelsteine wieder von vorne einzusammeln. Das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht und das fand ich ein bisschen nervig, deswegen habe ich hier, glaube ich, einige Male geschnitten, um euch nicht zu sehr zu langweilen. Nichtsdestotrotz habe ich 53 Parts gebraucht, um das Spiel am 1.8.2015 zu beenden. Das ist ja im Prinzip auch so wie in Teil 1. Ne? Wenn man da Game Over war, dann wurde man ja auch komplett aus dem Level rausgeschmissen. Also von daher, okay, ist in Ordnung, stimmt, das habe ich nicht so ganz gecheckt. So. Ich höre übrigens, ja, natürlich höre ich die Speichermusik. Ich muss da The Evil Within. PlayStation 3. Und ich glaube nicht, dass wir groß was. The Evil Within war eins der Highlights des Jahres, zusammen mit Resident Evil Revelations 2. Es ist ähnlich von der Steuerung her und auch die ganze Atmosphäre geht in die gleiche Richtung. Allerdings ist dieses Spiel wesentlich abgedrehter und von der Story her schlecht nachvollziehbar. Das ist so der einzige Negativkritikpunkt, den ich wirklich an diesem Spiel habe. Die Story ist undurchsichtig und natürlich sehr überdreht und abwegig. Aber vom Gameplay her macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und es gibt in diesem Spiel sehr, sehr viele Anspielungen auf die Resident Evil Reihe. Sowohl optisch als auch manche Zitate und manche Filmsequenzen werden an die alten Resident Evil Teile angelehnt. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das gleiche Entwicklerteam an diesem Spiel gearbeitet hat.
es würde mich sehr freuen, wenn zu diesem Spiel irgendwann noch ein zweiter Teil rauskommen würde. Den würde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, da noch ein Let's Play zuzumachen. Dieses Projekt war auch von den Parts her zumindest mein längstes Let's Play-Projekt. Was aber nicht heißt, dass es insgesamt das längste war. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber da kommen wir dann später noch zu. 79 Parts habe ich für dieses Spiel gebraucht und habe das Ganze am 26.08.2015 fertiggestellt. Hier gibt's auch wieder Action, bin ich der Meinung. Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Ja, ist es auch. Ich krieg jedes Mal wieder Gänsehaut in diesem Bereich hier, das ist schlimm. Resident Evil Code Veronica X für PlayStation 2. Jede Menge Folterinstrumente angebracht. Ein weiteres Replay in diesem Jahr. Und dieses Replay war mir sehr, sehr wichtig. Als ich dieses Spiel das erste Mal Let's Played habe, hatte ich einen großen Fehler gemacht. Und zwar ist bei der Aufnahme das Bild ziemlich dunkel geworden. Woran das jetzt genau gelegen hat, kann ich gar nicht mehr genau beurteilen. Jedenfalls hatte ich versucht, das Bild nachträglich etwas heller zu bekommen. Hab das dann in meinem Renderprogramm so eingestellt, ja, hab irgendwie die Grautöne höher gestellt, keine Ahnung, irgendwas habe ich da jedenfalls gemacht. Und damit habe ich das ganze Let's Play-Projekt ziemlich verhunzt. Es sah grausam aus. Die Atmosphäre war hinüber und es hat einfach keinen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Trotzdem wurde es viel geguckt und gerade deswegen habe ich mir gedacht, nee komm, dann tust du den Leuten jetzt aber mal einen Gefallen und machst das nochmal vernünftig mit besserer Qualität und dann kann man sich das Ganze auch nochmal in vernünftiger Qualität angucken. Zudem ist das Ganze ja auch noch eins meiner Lieblingsspiele aus der Resident Evil Reihe. Ist nämlich das letzte Spiel, was noch so ein bisschen in die erste Ära zählt, sag ich mal. Auch wenn es für PlayStation 2 ist, aber es geht vom Stil her sehr in die Richtung der ersten drei Teile. Und das gefällt mir besonders gut, vor allem, weil man auch Claire Redfield spielt, eine meiner Lieblingscharaktere aus der Resident Evil Welt. 41 Parts habe ich gebraucht und das Ganze am 21.09.2015 beendet. Das hatten sie früher nicht so, in den ersten drei Teilen. Ja, ich kann hier zwischen noch? Nee. Also da ist auch anscheinend nichts mehr. Gut, dann sind wir hier glaube ich auch durch. Ja. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu Zack McCracken. Wir sind im Spiel. Das ist unser lieber Zack. Und ja, wir sind Zack McCracken für Amiga. Seattle zu fliegen, um dort das ja den Fall. Endlich ist es soweit gewesen. Das erste Amiga-Let's Play konnte starten, nachdem ich einen riesigen Kampf mit mehreren Emulatoren und ROMs hatte, hat die liebe Steffi, die Aschzahar, mir letztendlich geholfen und es geschafft, dass ich endlich Zack McCracken präsentieren konnte. Ich hätte das Spiel natürlich auch in irgendeiner remasterten PC-Version präsentieren können, aber mir war es wichtig, dass ich euch die Original-Amiga-Version zeige, mit dem coolen Amiga-Soundtrack dabei. Die gleichen Geräusche und damit ich halt auch den Charme von damals habe. Denn dieses Spiel habe ich als Kind wirklich geliebt und sehr oft gespielt, aber allerdings nur zwei, dreimal komplett durchgespielt. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, ob das auch alles klappen würde. Ich hatte nebenher auch, glaube ich, eine kleine Komplettlösung parallel neben mir liegen gehabt, um mich nicht komplett zu verrennen, sag ich mal, weil es geht da halt auch so ein bisschen um Geld, das wir nur begrenzt zur Verfügung haben und man muss sehr viel mit dem Flugzeug hin und her fliegen und wenn man dann nicht den optimalen Weg einschlägt, dann ist man irgendwann pleite und das Spiel ist vorbei, man kommt nicht mehr weg. Um das zu verhindern, hatte ich mir halt eine kleine Lösung daneben gelegt und das Ganze lief auch ziemlich gut. Technische Probleme gab es hier sehr, sehr viele. Ich glaube, ich musste das Spiel fast insgesamt zwei bis dreimal durchspielen, weil irgendwie immer was nicht geklappt hat und dann fehlte mir ein Savegame von früher. Und also technisch war das Spiel eine Katastrophe, aber ich habe mich trotzdem sehr, sehr darüber gefreut, dass ich euch endlich ein Amiga-Spiel präsentieren konnte. Und ich hoffe doch auch, dass es in Zukunft noch weitere Amiga-Spiele geben wird. Zur Story kurz, wir spielen hier einen Journalisten, der durch einen komischen Zufall auf einmal dazu verdonnert wird, die Erde vor Aliens zu retten. Klingt ziemlich abgedreht, ist auch ein sehr abgedrehtes Spiel. Präsentiert habe ich euch das Ganze in 9 Parts und fertig hochgeladen war es dann am 27.09.2015. Wenn wir praktisch hier jetzt im Dunkeln rumgucken und sehen, was befindet sich denn hier alles im Dunkeln? Dann würde uns die Schublade anzeigen, das Bett würde uns anzeigen, Pflanze. Und so finden wir dann auch hier die Lampe. So, jetzt können wir hier zur Lampe machen. Und da wir jetzt ja direkt vor der Lampe stehen, wissen wir, wo sie ist. Und machen jetzt praktisch Schalt ein, Lampe.
Klack. Und jetzt hätten wir hier Licht im Raum. Also damit. Schickt Hilfe! Crash of the Titans, PlayStation 2. Ein weiteres Spiel aus der Crash Bandicoot-Reihe. Crash of the Titans ist nun der erste Teil, der mal so gar nichts mehr mit der ursprünglichen Reihe zu tun hat. Man hat den ganzen Charakteren ein komplett neues Design verpasst. Ein, zwei Leute sind vielleicht ähnlich geblieben, aber der ganze Rest wurde überarbeitet und nicht unbedingt zum Besten hin. Es wurden viele Personen und Charaktere leider verschandelt, muss ich so sagen. Zum Beispiel Uka Uka, der überhaupt nicht mehr aussieht wie früher. Oder auch Tiny Tiger. Ja, Charaktere wurden ziemlich verhunzt. Gameplay-technisch ist das Spiel wiederum aber echt ein Hingucker. Also hätte man das Ganze nicht mit Crash Bandicoot-Figuren aufgezogen, wäre es ein richtig geiles Jump'n'Run gewesen. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, es zu spielen. Allerdings sehe ich das Ganze nicht mehr wirklich als Crash-Spiel. Nichtsdestotrotz hatte ich auch hier wieder meine üblichen verdächtigen Gäste dabei, nämlich den Dave und den Rick, die mich durch sämtliche Crash Bandicoot-Spiele begleitet haben. 41 Parts habe ich gebraucht und am 22.10.2015 das Ganze beendet. Auch erledigt. Das ist aber auch ein Krampf hier mit euch, du. Komm her, Lars, komm her, Lars. Der hat schon so viele Pfeile abbekommen, ne? Bleib doch da drauf, du Idiot! Déjà-vu, Frontschweine für PlayStation 1. Die Bazooka? Nein, natürlich nicht. Der arme Lars. Hier habe ich nun die zweite Runde Let's Play. Das Besondere war hierbei nun, dass ich sehr, sehr viele Gäste dabei hatte. Unter anderem den Rick, den Lars und zum allerersten Mal den Grafen, den Nico. Der war nämlich auch dabei. Man kann schon sagen, dass er auch ein Frontschweine-Experte ist und er hat mir beim Level-Latrinendienst sehr, sehr viel weitergeholfen. Nicht zu vergessen war auch noch der Phil dabei, der DTM in Formel 1. Es hat wirklich mit jedem von euch sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt. Ich habe für den zweiten Durchgang auch erheblich länger gebraucht, was aber eigentlich schon logisch ist, dadurch, dass ich halt die meiste Zeit über Gastkommentatoren dabei habe. Dann ist das bei mir immer ein bisschen unproduktiver, weil man sich halt auch ein bisschen auf die Gespräche konzentriert und nicht immer ganz beim Spielgeschehen ist. Insgesamt sind es dann aber jetzt 64 Parts geworden, wenn man die erste Runde dazu rechnet. Und letztendlich bin ich mit dem Replay sehr zufrieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei sämtlichen Gästen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Würde ich gerne wieder machen. Fertiggestellt wurde das Let's Play am 8.11.2015. Ja, weil du dann einen Zug Spaß. Und ich nehme als erstes den vorderen Pinökel. Der ist aber größer. Oh, ist egal. Also so quer durch, ne? So. Fällt das zurück noch ein bisschen zu dir? Oh! Hallo! Silent Hill 5. Aha. Homecoming. PlayStation 3. Da ist wieder eine Tür, die lassen wir mal schön zu. Oh ne! Ein weiteres Silent Hill Projekt in diesem Jahr. Und auch das erste, was für die PlayStation 3 herausgekommen ist. Wobei dies der Reihenfolge nach eigentlich vor den Teilen Silent Hill Origins und Silent Hill Shattered Memories spielt, die noch für PlayStation 2 rausgekommen sind. Das hat den ganz einfachen Grund, dass dieses Spiel lange Zeit in Deutschland indiziert war und gar nicht auf den Markt gekommen ist. Und als es irgendwann dann mal eine geschnittene Version gab, gab es halt schon die Ära der PlayStation 3. Deswegen ist dieses Spiel nachträglich für PlayStation 3 rausgekommen, obwohl es eigentlich zu PlayStation 2 Zeiten rausgekommen ist. Die Story ist in diesem Teil wieder mal sehr, sehr geil und zum ersten Mal habe ich sie auch auf Anhieb verstanden. Und was noch eine Premiere ist, ich habe das erste Mal das positive Ende erwischt. Ich muss aber auch sagen, dass ich von der Steuerung her mit diesem Teil am besten zurechtgekommen bin. Auch wenn das Menü etwas schlecht zu bedienen war, aber das war das kleinste Übel. Mir hat das Gameplay an sich nämlich sehr gut gefallen. Und auch mit unserem Hauptcharakter konnte ich mich eine lange Zeit gut anfreunden. Was sich gegen Ende des Spiels dann ein bisschen geändert hat, aber dazu möchte ich lieber nichts verraten, denn wer sich das Spiel noch angucken möchte, der soll jetzt nicht gespoilert werden. Ich hatte in diesem Projekt das erste Mal die Steffi, die Ash Zahar, zu Gast. Hat sehr viel Spaß gemacht, da sie auch ein großer Silent Hill Fan ist, aber diesen Teil noch nicht kannte. War das natürlich auch eine Premiere für sie und
Wir hatten beide wirklich sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Ursprünglich hatte ich sogar vor, den Langster zu diesem Let's Play einzuladen. Der konnte aber aus zeitlichen Gründen leider nicht dabei sein, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Gelegenheit, dass er in einem späteren Silent Hill Teil mal auftreten wird. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. 42 Parts hat dieses Spiel in Anspruch genommen und ich habe es am 22.12.2015 fertiggestellt. Also ich vermute mal ganz stark, dass das Mama ist. So, kann ich die von dieser Seite aufschließen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ih, geil. Haha. Legend of Grimrock 2. Dann seht ihr eine ganze PC. Menge. So, Secret, ist das jetzt das 9. oder das 10.? Ich mach mal eben eine Decret, habe ich geschrieben, super. Mein angekündigtes Herbst-Highlight ging in die Startlöcher. Und auch hier hatte ich wieder Gäste dabei. Was ich bei diesem Let's Play nochmal herausheben kann, ist, dass ich erstmals meine Gäste auch visuell dabei hatte. Ich konnte nämlich unsere vier Mitstreiter dank Steffis Hilfe ins Spiel mit einbauen, indem ich die Avatare unserer Krieger in die Avatare meiner Gäste umgewandelt habe. So waren nämlich Dave, Dennis und Julle dabei und konnten die ganze Zeit mitmachen. Als Highlight waren dann natürlich auch noch alle persönlich zu Gast. Es fing mit Dave an, ging dann über Julle und zum Schluss war dann der Dennis, der Zugzui dabei, was mich wieder sehr, sehr gefreut hat. Die Aufnahmen mit euch haben wieder sehr viel Spaß gemacht und würde ich immer wieder gerne machen. Und zum Spiel selbst muss ich nochmal sagen, dass Legend of Grimrock 2 eine super Weiterentwicklung ist zu Teil 1. Ich habe den ersten schon geliebt, über alles. Ist ein wahnsinnig geiles Spiel. Und der zweite setzt dem nochmal einen drauf, weil man sich halt nicht nur mehr im Dungeon bewegt und aufhält, sondern halt jetzt auch eine größere Welt hat und viele, viele andere Bereiche kennenlernt, wie zum Beispiel den Friedhof, die Kristallminen, Ruinen, Pyramiden, eine Wüste, sogar unter Wasser kann man sich jetzt bewegen. Also viele neue Schauplätze, die alle was für sich haben. Ich hätte anfangs gedacht, dass das eher ein Nachteil ist, weil dann halt was von der Atmosphäre flöten geht. Aber trotzdem hat man ja auch in diesem zweiten Teil viele Dungeon-Bereiche und man ist auch viel unter der Erde, was so ein bisschen die Atmosphäre ausmacht, finde ich. Und das haben sie auf jeden Fall super weiterentwickelt und ich würde mich sehr freuen, wenn es da nochmal einen dritten Teil zu geben würde. Den würde ich euch auf jeden Fall dann präsentieren wollen. Jetzt kommen wir auch zum längsten Projekt, genau. Das hat nämlich zwar nur 59 Parts gehabt, ist jetzt weniger als zum Beispiel Frontschweine oder The Evil Within. Allerdings hat hier jeder Part 30 Minuten Minimum gehabt. Könnt ihr euch ja mal hochrechnen. Also 59 Parts mal 30 Minuten, das ist schon heftig gewesen. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell damit fertig werde. Das Witzige ist, dass das Projekt auf den Tag genau noch in 2015 hochgeladen wurde. Denn an Silvester am 31.12. ging der finale Part online. Das hat nochmal super geklappt. Und nochmal Dank an alle, die dabei waren. War sehr, sehr cool. Würde euch jederzeit wieder dabei haben wollen. Julia hat die Lockpicks. Das ist schön. Aber einen benutzen. Wir haben noch zwei andere Truhen, die wir uns noch angucken können. Ein Buckler. Ist das ein Ring? Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal ins Wasser. Nee, das wollte ich zwar nicht. Crash, Herrscher der Mutanten. PlayStation 2. Kommen wir zum letzten Projekt in 2015, was aktuell sogar noch läuft, was ich aber bereits zu diesem Zeitpunkt vollständig aufgenommen habe. Deswegen kann ich euch auch sagen, dass das Let's Play 32 Parts haben wird und dass ich es am 11.01.2016 beendet habe. Dies hier ist auch das letzte Crash Bandicoot Spiel, was ich euch präsentieren werde. Es sei denn, ich werde irgendwann noch einmal die Game Boy Advance Teile präsentieren. Das kann ich auch nicht komplett ausschließen. Es gibt zwei Teile für Game Boy Advance, die ich natürlich auch auf meinem Game Boy Player euch präsentieren könnte. Das wäre nicht das Problem. Allerdings besitze ich diese Spiele noch nicht und ob ich sie irgendwann mal kaufe, weiß ich noch nicht. Jedenfalls ist es das letzte Spiel, was auf einer handelsüblichen Konsole, sag ich einmal, rausgebracht worden ist. Allerdings wird gemunkelt, dass für PlayStation 4 ein neues Crash Bandicoot Spiel rauskommen soll. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Vielleicht präsentiere ich euch ja das noch irgendwann. Auf jeden Fall ist dieses Spiel vom Stil her eher an den Vorgänger Crash of the Titans angelehnt, womit das Spiel nicht mehr wirklich was mit der ursprünglichen Crash-Reihe zu tun hat. Was hier allerdings noch wesentlich nerviger ist, sind die Videosequenzen. Das heißt, es ist eigentlich noch eine Verschlechterung zu Crash of the Titans, das ja schon sehr, sehr raussticht aus der üblichen Crash-Reihe.
somit nicht unbedingt ein Hingucker. Hier werde ich auch keine 100% anstreben. Von daher wird dieses Projekt auf jeden Fall Anfang 2016 abgeschlossen werden. Und dann werden wir bald mit einer neuen Jump'n'Run-Reihe loslegen, zu der ich jetzt aber noch nichts sagen möchte. Kann man da noch hinter? Nö. Bitte, was war das denn? Ich hab dich doch geschlagen. Du Arsch. Na gut, das sind nur 3 Kombos. Tja, das waren sie also, die Projekte in 2015. Viele, viele sind es gewesen und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch in 2016 weitermachen werde. Wer hätte es gedacht? Ja, und jetzt kommen wir wieder zum anderen Thema, nämlich was ist alles passiert in 2015? Und man mag es kaum glauben, als ich mich hingesetzt habe und das aufschreiben wollte, ist mir erstmal gar nicht so viel eingefallen. Und wenn man da erstmal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dann fallen einem so viele Sachen ein, die passiert sind. Jetzt hoffe ich, dass ich keinem hier irgendwie Unrecht tue und irgendwas vergesse. Das ist, wenn das passieren sollte, dann tut mir das wahnsinnig leid, dann ist das nicht böse gemeint. Vielleicht ist es auch aus platztechnischen Gründen dann rausgeflogen oder so. Das weiß ich alles jetzt auch nicht. Ich muss dann mal gucken, wie wir das am besten machen. Jedenfalls lese ich einfach mal vor, was ich mir so für Notizen gemacht habe. Wir fangen mal an mit den Treffen. Ich bin unterwegs gewesen. Zum einen, das erste Treffen war in Duisburg beim guten Zug Zui. Ja, den habe ich dann das erste Mal... Nee, gar nicht wahr. Persönlich kennengelernt habe ich ihn ja letztes Jahr, vorletztes Jahr schon dann. Da habe ich aber das erste Mal seine heiligen Wände gesehen, sagen wir mal so. Ne? Und das war schon was Besonderes, muss ich sagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe mich halt immer eher als so Zuschauer gesehen. Ne? Nicht als wirklich großen Let's Player, bin ich ja auch nicht. Aber er würde jetzt sagen, er ist auch kein großer Let's Player. Das kann man ja alles sehen, wie man will. Für mich ist er halt schon einer der Größeren und ich bin immer stolz, wenn wir mal zusammen aufnehmen oder so. Jedenfalls, dann war ich da und Rick ging es ähnlich. Der war ja auch dabei, der Super Flash Crash. Dass wir zum Beispiel das erste Mal auf seinem Balkon gesessen haben oder auf seinem Sofa, dass man jedes Mal im Stream sieht, wo man immer so gedacht hat, oh geil, wenn man da einmal drauf sitzen könnte. Da hat man es immer so rumgesponnen und irgendwie, als wir dann wirklich da gesessen haben und dann saßen wir praktisch hinter Dennis und er war dann mit Nico, mit dem Grafen zum Beispiel am Rummuddeln, haben die dann in die Xbox noch da ein bisschen rumgetütelt, ob die funktioniert und getestet. Das war was ganz Besonderes. Dann hat man echt mal aus der anderen Perspektive gesessen. Wir haben dann da gesessen und oh, guck mal, hier sitzt er immer, wenn er streamt. Da ist die Kamera, da ist der PC, da ist sein Bildschirm. Das war einfach nur geil. Und dann einfach so einen coolen, gemütlichen Abend, wo man halt gemütlich was getrunken hat und ein bisschen gezockt hat, sich unterhalten hat. War ein richtig, richtig schöner Abend. Und damit ich jetzt keinen auslasse, der Castor Fieber war dabei, der Dave Dern TV natürlich und der Coca-Colera, richtig, der Coca-Colera, der Tim war auch dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nein, habe ich nicht. Naja, also es war ein sehr, sehr schöner Abend, es hat Spaß gemacht. Das war im März oder April? Könnte auch schon April gewesen sein, jedenfalls irgendwie in dem Zeitraum. Dann bin ich beim Dave gewesen, bei Dave Dern TV. Das erste Mal beim Dave zu Gast, habe auch seine Family kennengelernt, alles sehr, sehr nette Menschen. Und ich wollte erst Kollegen sagen, deswegen klang das ein bisschen abgehakt gerade. Nein, das sind alles sehr nette Menschen. Und Dave ist ein netter Kollege, ja, und Freund. Und da hatten wir dann auch wieder, war das der zweite? Ich glaube, den zweiten Frackhessen-Stream gemacht. Ne? Also wir haben ja einen Gemeinschaftskanal und da haben wir dann gestreamt, wir beide. Und der kam auch sehr gut an und war sehr, sehr lustig, hat echt Spaß gemacht. Wir haben da auch dann das Sherlock Holmes Projekt für den Frackhessen-Kanal gestartet. Genau, da haben wir die ersten Parts für aufgenommen. Und ja, das war auch rundum ein wirklich schönes Wochenende. Ich glaube, es war ein verlängertes Wochenende. Ne? Ich glaube, bin ich am Donnerstagabend oder am Freitagmorgen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, etwa 3 Tage war ich, glaube ich, da. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall war das auch ein sehr, sehr schöner Ausflug. Und das dritte große Treffen, Moment halt... Ja doch, wo ich unterwegs war, das war dann noch in Leipzig. Da habe ich dann Urlaub gemacht im Sommer mit der guten Steffi, die Aschzaha. Da waren wir eine Woche lang in Leipzig unterwegs und mit einem Abstecher nach Berlin. Und da haben wir dann den Super Flash Crash noch getroffen, sind mit ihm im Zoo gewesen. Und das war auch eine wunderschöne Woche insgesamt. Wir haben viele Filme geguckt, wir haben Zoobesuche durchgeführt, sind im Kino gewesen und alles mögliche. Flohmarktbesuch war auch noch dabei, stimmt. Und das war richtig schön. Und natürlich habe ich zu jedem Treffen oder jedem Ausflug auch ein kleines Video aufgenommen. Die findet ihr alle in meiner Rubrik Alex on Tour heißt sie genau. Musste ich mir eben kurz überlegen. Ne? Und dann hatte ich natürlich noch Besuch. Was heißt natürlich? Aber ich hatte Besuch, nämlich vom Dave und vom Rick. Die waren beide bei mir.
Und da hatten wir dann tatsächlich den ersten richtigen Frackhessen-Stream. Also ich sag mal den vollständigen, weil wir alle drei dabei waren. Ne? Der Gemeinschaftskanal wird ja von Dave, Rick und mir geführt. Und da waren wir alle drei dann zusammen und hatten dann das erste Mal von hier aus, also von meinem Heim, einen Stream, wo wir alle drei dabei waren und alle drei dann gespielt haben. Gottes Willen, ich laber ein Dünnschiss. Ne? Also das war sehr schön, das waren so praktisch die Treffen und was damit zusammenhing. So, dass ich jetzt aber nichts überspringe. Womit mache ich weiter? Genau, ich habe eine neue Rubrik ins Leben gerufen in 2015, weil Ende 2014 habe ich das ein oder andere Mal ein Geschenk zugeschickt bekommen. Das fing alles an mit Geschenken von Krawattennadel, ja, einem fleißigen Zuschauer, und der schickt mir öfter Filme oder auch Comics, sag ich mal, hin und wieder auch mal ein Spiel. Der hat unter anderem auch das Alien Isolation Spiel mir geschenkt, was wir auf dem Frackhessen-Kanal dann gespielt haben. Ne? Und dann kam halt dazu, dass mir der Dark Turtle X, der Nermin, ein Bild geschickt hat. Und weil ich, ja, ich wollte dem irgendwie ein bisschen Respekt zollen und hab gesagt, komm, das zeigst du jetzt den Leuten, in welcher Form machst du das? Das willst du jetzt nicht irgendwie im Infovideo so, untergehen lassen. Machst du eine neue Rubrik Zuschauerpost auf. So, dann habe ich damit angefangen, habe ein paar nachträgliche Videos dann fertig gemacht, ich glaube 3 Stück oder so. Und seitdem kamen wirklich einige Zuschriften. Ich habe jetzt inzwischen 28, glaube ich. Ich glaube, ich habe 28 Videos mittlerweile hochgeladen, Unboxings, wo ihr mir Geschenke gemacht habt. Das ist Wahnsinn. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich dafür. Das ist Wahnsinn, was ich als Geschenk gekriegt habe. Ich muss das nur nochmal betonen, alleine an PlayStation 3 spielen. Ich hatte mir nie viele gekauft. Ich hatte vielleicht 5 Stück oder so. Also lass es vielleicht 10 sein, die ich mir selbst gekauft habe. Mittlerweile habe ich da bestimmt 40 PlayStation 3 Spiele im Regal. Und das ist noch nicht alles. Ich habe ja noch PlayStation 2 Spiele, ja. PlayStation 2 Spiele und PlayStation 1 Spiele, alles mögliche geschenkt bekommen. Nicht zu vergessen eine PlayStation 4, ja, von Phil, vom DTM in Formel 1, plus Spiel. Seht ihr ja aktuell gerade, The Last of Us, ne? Das habt ihr ja Phil zu verdanken, dass ich überhaupt eine PS4 und eine und das Spiel dazu habe. Da komme ich immer noch drüber klar. Also, da waren Geschenke bei, das ist unglaublich. Und ich weiß, dass mir jetzt die Tage noch ein größeres Geschenk ins Haus steht. Ich will noch nichts verraten, aber mir wird wieder was Großes geschenkt. Mit großem Anhang dabei. Und ja, also das ist eine Rubrik, die kommt auch sehr gut bei euch an. Also ihr mögt anscheinend diese Facecam-Videos. Ne? Und das freut mich natürlich, dass das gut bei euch ankommt. Und ich würde nie verlangen, dass ihr mir was schenkt, damit ich diese Videos machen kann. Gottes Willen, bloß nicht. Ne? Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber ich zeig mich natürlich gerne dankbar, macht dann ein Video davon, und wenn ihr euch darüber freut, dann freut mich das auch. Und dafür ist es eine schöne Rubrik, denke ich, und es macht natürlich auch Spaß, Geschenke auszupacken. Klar, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, es wäre nicht so, ne? Aber trotzdem, vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall eine Rubrik, die ziemlich erfolgreich ist, was mich freut. Und ja, wo wir gerade beim Erfolg sind, es gab natürlich auch einige Abonnenten-Specials. Ne? Und wir hatten das 777 Abonnenten-Special, das 888 und das 999 Abonnenten-Special. Das 777 Abo-Special war ein kleines Spiel auf der PlayStation 1, das nur auf einer Demo aufgetaucht ist irgendwann mal. Es gab es nicht als offizielles, eigenständiges Spiel zu kaufen, nämlich Blitterboy. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich habe das als Kind irgendwann mal entdeckt auf einer Demo-CD. Und lange Zeit habe ich das verdrängt. Und irgendwann habe ich das mal gesehen. Bei wem habe ich das gesehen? Beim Zugzui, beim Dennis vielleicht? Ich glaube, er hatte das in seinem Adventskalender gehabt. Letztes Jahr schon. Also vorletztes Jahr jetzt gesprochen. Ich glaube, da war das irgendwo aufgetaucht. Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, das gab es ja auch noch. Geil. Also irgendwo habe ich irgendwas mal gesehen. Kann auch sein, dass es nicht bei Dennis war. Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. Jedenfalls, dann habe ich wie verrückt diese Demo-CD gesucht, wo das drauf gewesen ist. Und dann habe ich es euch dann präsentiert. Und das Spiel ist einfach nur geil. Also das war insofern was Besonderes für mich, weil ich sehr viel Kindheitsgefühle mit diesem Spiel praktisch verbunden habe. Und beim 888 Abo-Special, da habe ich euch dann mal die 8 beliebtesten meiner Videospiele präsentiert, sag ich mal. Das ging aber über alle Konsolen hinweg. Na, also ich habe da jetzt keine Eingrenzung gemacht für PlayStation oder für SNES oder sonst so weiter. Dann wäre es nämlich noch ein bisschen schwieriger geworden. Obwohl es so auch schon schwierig war. Nämlich unter allen Videospielen, die ich so kenne und die es gibt, die 8 besten rauszusuchen, war schon heftig. Und
Da habe ich auch keine Garantie dafür übernommen, dass das für immer so bleiben wird. Das war jetzt aktuell, das geht auch immer nach Gefühlszustand. Manchmal kramt man irgendwie ein altes Spiel raus und dann suchtet man das richtig. Das war da vielleicht gar nicht bei. Ja, das ändert sich ja immer. Aber wenn ich so grob überschlage, dann kommt über diese 8 nichts hinaus oder so. Ne? Also diesen Gesetz. Deswegen habe ich das gemacht und das kam auch sehr gut bei euch an. Und vielleicht werde ich sowas auch nochmal wieder machen, dann vielleicht konsolenbezogen oder so. Wer weiß, wenn sich das mal anbietet. Kann man das gerne so machen. Und dann das Highlight natürlich. Ja, ich muss es ja sagen, viele haben rumgeunkt, ja, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ich habe gesagt, ja, Ball flach halten. Ne? Und es wäre ja auch nicht schlimm gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte. Aber ich habe es geschafft. Ich habe die 1000 Abonnenten geknackt. Ja. Und dann gab es ein 999 Abonnenten-Special. Und zwar was sehr, sehr Besonderes für mich. Nämlich ein eigenes Hörspiel. Die Idee dazu hatte eigentlich die Steffi, die Aschzaha. Und ja, wahnsinniger Arbeitsaufwand, muss ich sagen. Und es war schwierig, alle dazu... Ja, dass es schwierig war, es nicht. Ich musste sie ja nicht nur anschreiben, aber es war schon ein großes Risiko. Alle, ich habe ja sämtliche YouTuber so, die ich kenne, nicht alle, aber viele angeschrieben, würdet ihr mitmachen? Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich habe da einen Text für euch, den müsst ihr einsprechen. Und ich habe mit den meisten, das sage ich mal so, mit den meisten, die da mitgespielt haben, abgesehen von Dave und Rick jetzt, die waren ja immer dabei, habe ich gar nicht unbedingt persönlich zusammen gesprochen. Das ist zusammengeschnitten gewesen. Das heißt, die haben für sich geredet, ich habe für mich geredet und dann musste ich gucken, dass das irgendwie zusammenpasst. Ja, bei den meisten war es so. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Und dafür klang es ziemlich geil, muss ich sagen. Also natürlich war es im Nachhinein eine Wahnsinnsschneidearbeit. Die ganzen Geräusche, die Musik, dass die angepasst wurde, Soundeffekte, ne? Also das ist Wahnsinn. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Stunden oder Tage ich dabei gesessen habe. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es dann endlich fertig war. Klar, das war schon ein Stück Arbeit, auf jeden Fall. Und dann war halt der spannende Moment, wie kommt's an? Und ich war überwältigt, dass ihr euch so für Hörspiele begeistern könnt. Hätte ich nicht gedacht. Also es sind ja wahrscheinlich auch einige oder sehr viele junge Zuschauer dabei, sag ich mal, die noch unter 20, vielleicht sogar unter 15 oder noch jünger sind. Und dass die sich dann für Hörspiele noch begeistern können, finde ich Wahnsinn. Da waren ja auch viele Anspielungen drin auf andere Hörspielreihen und alles so Insider, die eigentlich viele gar nicht kennen können, außer die sind genauso hörspielverrückt wie ich. Und da wurden sogar von manchen was erkannt und so. Und auch, guck mal, das ist ja die Melodie von TKKG und die gehört zu Masters of the Universe. Und da kamen so viele Antworten. Das ist ja Wahnsinn, was ihr alles noch wisst. Und ich fand's super. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil ich halt ein großer Hörspielfan bin. Und das Hörspiel war eigentlich größtenteils für mich, muss ich gestehen. Es ist wunderschön und natürlich freut es mich umso mehr, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Und an dieser Stelle dann danke an so viel Treue an die 1000, über 1000 Abonnenten. Na? So, das zu den Abonnenten-Specials. Jetzt muss ich mal einen kurzen Schluck trinken, sonst bin ich hier gleich am Verdursten. Am Austrocknen. Oh. Schon wieder 10 Minuten, Alter, das wird ein langes Video. So, was fehlt denn jetzt noch? Ich habe mich lange Zeit mal wieder an ein Best-of rangewagt. Ja, ist schon lange her gewesen. Ich glaube, im ganzen letzten Jahr davor habe ich noch eins gemacht, aber die ganze Zeit dazwischen nicht gar nichts, ja. Und zwar musste ich das einfach machen, weil ich habe ein Let's Play gesuchtet bei der X3 Julle. Und das war Super Mario Land 3. Und ich fand das so genial, weil da so coole Stellen drin vorkamen und ich mich immer kaputt gelacht habe. Da habe ich gesagt, nee, da musst du jetzt einfach Best-of machen. Und da habe ich dann wieder gemerkt, wie aufwendig sowas ist, ja. Aber es hat sich gelohnt. Es ist sehr, sehr lustig gewesen. Ich habe es dann zusammen mit Julle geguckt als Vorpremiere. Sie fand es auch super geil, hat sie gesagt. Und hat mir auch sehr, sehr gedankt dafür. Bitteschön, ne? Kein Problem. Und dann, ja, weil sie hat auch gesagt, das war das erste Mal, dass überhaupt jemand Best-of für sie gemacht hat. Das wusste ich ja noch gar nicht, ne? Aber immerhin bin ich halt der Erste gewesen und ja. Ist da natürlich auch hoffentlich auch ein Stück Werbung gewesen. Also guckt gerne mal bei der Julle vorbei, die macht super Videos. Aktuell gucke ich auch gerade bei ihr Super Mario Brothers 2. Geiles Spiel. Also es ist auch wieder kultverdächtig bei ihr, finde ich. Wenn sie so ältere Retro-Spiele zockt, das ist einfach nur geil. Ich liebe das. Also kann ich nur empfehlen. Jedenfalls war für mich auch ein besonderes Ereignis, nach so langer Zeit endlich mal wieder ein Best-of zu machen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass das sehr, sehr zeitaufwendig ist. Ja. So, ich überlege gerade, ja, ich hatte meinen Jubiläumsstream, wenn man so will, der 10. Stream, ne, mittlerweile, ich glaube, der 14. steht ins Haus, bin ich der Meinung, ne, jetzt im Januar, ja, ich glaube, ja, der 10. Jubiläumsstream, allesamt eigentlich auf Hitbox gelaufen, im 10. Stream lobe ich Hitbox und sage, endlich bin ich mal davon überzeugt, geiler
Also eine richtig geile Präsentationsplattform, keine Abstürze, keine technischen Probleme und in dem Moment ging gar nichts mehr. Hitbox ist zusammengebrochen und ich musste das erste Mal tatsächlich auf Twitch ausweichen. Geil, ja. Gut, war dann für den einen Stream so. Aber keine Sorge, ich werde dann natürlich weiterhin auf Hitbox bleiben, weil da fühle ich mich eher zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wird es auch mit weitergehen. Und wo wir gerade beim Thema Stream sind und vielleicht auch bei Stream-Masken, da ist euch vielleicht was aufgefallen. Es gab nämlich noch eine kleine Revolution in 2015. Das Layout bei der Stream-Maske und auch meinem Kanal hat sich verändert. Aber nicht, weil ich jetzt so super Tatendrang hatte und gesagt habe, okay, ich muss jetzt unbedingt was tun. Mir persönlich wäre das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig gewesen. Mittlerweile finde ich es auch ganz schön, muss ich gestehen. Also jetzt möchte ich es auch nicht mehr müssen, jetzt wo es da ist. Aber es wäre auch nicht schlimm, wenn es weg ist. Also ist auch egal. Jedenfalls, die Steffi, die Aschzahl, hat sich bereit erklärt, da mir unter die Arme zu greifen und hat für jedes Projekt, was ich hatte, Thumbnails erstellt. Für jeden Part. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Arbeit war. Ja gut, sie sagt ja immer, das ist nicht so schlimm gewesen, ne? Aber erstmal hat sie die ganzen Bilder entworfen. Ihr seht das ja auf meinem Kanal. Für jedes Spiel, und es waren bis dahin ja schon einige Projekte. Es ist ja erst Mitte diesen Jahres, letztes Jahres gemacht worden. Und dann mussten die ganzen Thumbnails ja auch noch zugeordnet werden. Ich habe dann teilweise Projekte mit über 60, 70 Parts. Und das alles zuordnen, und das ist eine Wahnsinnsarbeit gewesen. Erstmal die Idee für die ganzen Bilder, ne? Ich habe ja auch jetzt Thumbnails hier für Specials und alles Mögliche. Vielleicht blende ich hier gerade gleich ein paar ein oder so, dass ihr das sehen könnt. Also es ist ja Wahnsinn, was sie da geleistet hat. Und natürlich auch Zusammenarbeit mit dem Super Flash Crash auch den Livestream-Banner aktualisiert. Ne? Da ist ja diese Flattermann-Schriftzug und dann seht ihr ja diese Fledermaus, diese Flattermann praktisch, der dann die beiden Ts so umkringelt. Ne? Das hat sie dann doch dazu getextet. Also wirklich, ja, gefällt mir gut. Ich mag es, diese ganze neue Art. Auch mein Avatar hat sich ja geändert, ne? Da haben wir jetzt ja auch den Flattermann über dem AF85 und das gefällt mir sehr gut. Es passt und ich mag es halt gerne schlicht. Und so gelb auf schwarz sieht schön aus, finde ich. Und es passt ja. Heute bin ich übrigens auch gelb, sehe ich gerade. Und schwarze Haare. Perfekt, passt doch. So gehört sich das. Also das auch nochmal dazu. So, jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier noch was Wichtiges vergessen habe. Ja, genau. Es ist noch was passiert in 2015. Es gab einen neuen Zugzui-Song, den zweiten, richtig. Und das war der Song Ich hol alles, wo auch wieder Julle und der Dave dabei waren. Wir haben wieder zu dritt gesungen. Diesmal sogar Julia in einer größeren Rolle, denn sie hatte ja jetzt auch bei dem Textpassage mehr Text. Und das war sehr lustig. Es hat echt Spaß gemacht, kam gut an. Wir haben das Ganze in Daves Geburtstagsstream dann veröffentlicht, beziehungsweise er. Und ja, natürlich kam der Song geil an und es macht auch mal wieder wahnsinnig Spaß. Und zu dem Thema Zugzui-Song sage ich ganz zum Ende des Videos auch noch was. Also wer da mehr wissen möchte, der sollte dranbleiben. Ne? Also das war auch ein Highlight, finde ich. Das ist mittlerweile der zweite Zugzui-Song und hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. So, ich denke, ich habe jetzt erstmal alles Wichtige hier erwähnt. Oder habe ich jetzt irgendwas ganz, ganz Schlimmes vergessen? Wie gesagt, wenn ich was vergessen habe, dann tut mir das leid. Aber ich glaube, ich habe alles Wichtige erst einmal gesagt. Und dann würde ich sagen, schalten wir weiter. Denn jetzt kommt's. Jetzt präsentiere ich euch 5 Spiele. Kamera ist ein bisschen komisch. 5 Spiele, die auf jeden Fall in 2016 kommen werden. Vielleicht ist ja das ein oder andere Überraschungsprojekt für euch dabei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf 5 Spiele freuen. Und das sind diese hier. Spyro the Dragon für PlayStation 1. Nachdem wir Crash Bandicoot nun komplett abgeschlossen haben, brauchen wir natürlich eine neue Jump'n'Run-Reihe. Und was bietet sich da mehr an, als seinen größten Konkurrenten für die PlayStation 1 hervorzuholen? Wir starten mit Spyro. Ich habe selbst noch nicht ein Spiel von dieser Reihe gespielt. Ich habe den ersten Teil einmal kurz angezockt, um mich an die Steuerung so ein bisschen zu gewöhnen. Und ja, das Spiel gefällt mir echt gut. Also ich kenne 4 bis 5 Teile auf jeden Fall jetzt durch Let's Plays. Zum einen bei Dave und auch bei Rick. Und auch beim Zugzui habe ich was davon gesehen. Aber ich habe selbst noch nie so wirklich gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns diese Reihe jetzt auch einmal komplett vornehmen werden. Also ich besitze bereits alle Spiele. Anfangen werden wir natürlich mit Teil 1. Und der wird in 2016 kommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in dieser Spielreihe dann wieder Dave und Rick ihre Standardgastauftritte haben werden. Das wird sich noch zeigen.
aber ausschließen würde ich es auf keinen Fall. The Walking Dead für PlayStation 3. Auf dieses Projekt freue ich mich schon sehr. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich ein großer Fan der Fernsehserie bin von The Walking Dead. Die Adventure-Videospielreihe hat mit der eigentlichen Serie nicht viel gemein, außer dass es halt auch in diesem Zombie-Apokalypse-Endzeit-Szenario spielt. Und dass man hin und wieder sogar einmal oder zweimal sogar einen Charakter aus der Serie trifft. Das ist aber jetzt nicht groß entscheidend. Was das Spiel für mich so beeindruckend macht, ist die schauspielerische Leistung. Mir ist wohl bewusst, dass das alles Comic-Stil ist, aber nichtsdestotrotz müssen die Charaktere ja animiert und synchronisiert werden. Und das ist super gelungen. Es ist ein wirklich sehr, sehr trauriges Spiel teilweise. Man muss wirklich Entscheidungen treffen, wo man sich dann denkt, boah, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da jetzt entscheiden soll und so weiter. Und die nehmen auch dann auch wirklich Einfluss auf den Spielverlauf und die Story geht halt unterschiedlich weiter. Und sowas mag ich halt total in solchen Spielen. Und die Atmosphäre ist natürlich einmalig. Und da ich ja die beiden Spiele geschenkt bekommen habe, also The Walking Dead und auch Teil 2, habe ich mir vorgenommen, die euch zu präsentieren. Und der erste Teil dieser Adventure-Reihe wird auf jeden Fall in 2016 kommen. Ich weiß noch nicht wann, aber er kommt. Officer? Monkey Island, Amiga. Ich habe euch ein weiteres Amiga-Spiel versprochen und hier ist es. Und damit eröffne ich auch gleich eine neue Adventure-Spielreihe. Denn sobald wir Ankh 3 gespielt haben, das auch noch in 2016 kommen wird, brauchen wir natürlich eine neue Adventure-Spielreihe. Und Monkey Island ist eine, die wirklich eine kleine Legende ist. Teil 1 und 2 kamen noch für den Amiga raus und ich bin wirklich in großer Versuchung, euch die ersten beiden Teile auf jeden Fall in der Amiga-Optik zu zeigen. Die weiteren Spiele, also 3 bis 5, kommen dann natürlich für den PC. Aber solange es möglich ist, würde ich euch gerne die Amiga-Version zeigen, weil ich die halt auch von Kind her kenne und die ihren ganz eigenen Charme hat und auch von der Musik her was ganz Eigenes hat. Worum geht es? Wir spielen den jungen Guybrush Threepwood, der unbedingt Pirat werden möchte. Dazu muss eine Reihe von Prüfungen bestehen, unter anderem auch einen großen Schatz finden. Und dazu müssen wir nach Monkey Island segeln. Und was uns da alles erwartet, das werden wir dann sehen, wenn es in 2016 irgendwann losgeht. You grab it. Okay. Resident Evil 5. Ja, was ist denn jetzt los? Alex, du hast doch gesagt, du wirst Resident Evil 5 niemals let's playen. Tja, das habe ich auch irgendwann mal gesagt. Aber irgendwie packt es mich momentan gerade. Ich kann mir nicht ganz erklären, woher diese Wendung jetzt kommt. Vielleicht, weil mir jetzt gerade Resident Evil Revelations 2 und The Evil Within so Spaß gemacht haben. Und mir dann eingefallen ist, ja, eigentlich ist Resident Evil 5 hier in einem ähnlichen Stil gehalten und ich möchte dem Spiel einfach mal eine Chance geben. Und zwar habe ich das Bedürfnis so sehr, dass dieses Spiel auf jeden Fall in 2016 kommen wird. Vor allem wollen wir ja auch mit Resident Evil noch ein bisschen Zeit verbringen. Und wenn ich die ganz neuen Spiele halt nicht mache, dann ist es auch irgendwie nicht ganz vollständig. Ich meine, ich habe sogar Outbreak Let's Played und schlimmer kann es ja in Teil 5 bestimmt nicht werden. Von daher freue ich mich schon drauf, mit euch zusammen Resident Evil 5 mir vorzunehmen. Wir spielen wieder Chris Redfield und
Das Besondere ist, dass dieses Spiel größtenteils wirklich im Hellen spielt, denn wir befinden uns in Afrika, auf einem sehr, sehr hellen Kontinent. Ob hier die richtige Gruselatmosphäre aufkommen kann, das werden wir dann zusammen erfahren. Super Mario Land 2 für Game Boy. In 2014 haben wir mit Super Mario Land eine kleine Reihe angefangen und die möchte ich in 2016 fortsetzen. Mit Teil 2. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, es wird ein absolutes Blind-Projekt. Allerdings habe ich im vergangenen Jahr bei Dave das Let's Play zu diesem Spiel gesehen. Und es hat mir sehr gut gefallen, auch der Soundtrack ist wieder sehr, sehr cool. Und ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Also, das sah sehr vielversprechend aus und ich bin gespannt, wie dieses Mario-Spiel auf mich wirken wird. Ich hoffe, ihr freut euch auch, denn dies war jetzt auch das letzte Spiel, was ich euch spoilern möchte. Alle anderen Projekte möchte ich noch für mich behalten, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob sie kommen werden. Und vielleicht passiert ja auch noch spontan wieder was, wo ich dann denke, das muss auf jeden Fall damit rein. Und dann würde es wieder nicht passen. Deswegen begnügt euch bitte mit diesen 5 Spielen als Vorschau für 2016. So, also könnt ihr euch ja auf 2016 freuen. Das wird auf jeden Fall kommen und natürlich auch viele andere Projekte. Das war jetzt ja nur ein kleiner Bruchteil. Wenn wir im nächsten Jahr oder in diesem Jahr auch wieder 20 Projekte schaffen sollten, weiß man ja nicht, dann kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Lasst euch einfach überraschen. Wir schweben da einige Ideen vor, aber dazu verrate ich noch nicht so viel. So, ich sehe gerade, dass mein Kameraakku nicht mehr lange durchhält. Deswegen versuche ich mich jetzt mal kurz zu kassen. Oh Gott. Versuche ich mich mal kurz zu fassen. ja, was ich mir noch so vornehme fürs kommende Jahr, für dieses Jahr. Ihr wisst vielleicht, die Hörspiel-Reviews, die sind ja untergegangen, weil ich das zeitmäßig nicht mehr geschafft habe. Eins habe ich ja gemacht zum Thema Flitzefeuerzahn. Also ich möchte euch Hörspiel rein präsentieren. Und einige von euch haben das ja auch gesehen und fanden das auch super und haben gesagt, bitte macht da noch mehr. Ich habe mir vorgenommen, da mehr zu machen. Es soll in 2016 mindestens einer dazukommen. Ich würde auch gern 2 schaffen. Ich muss sehen, wie ich das dann zeitlich hinkriege. Ich versuche es. Also zumindest einer soll kommen. Und da möchte ich gern dran weiterarbeiten, weil ich finde, das ist eine schöne Rubrik. Die gibt mir auch viel, weil ich, wie gesagt, ne, es liegt mir am Herzen mit Hörspielen und Synchronsprecher. Und das möchte ich euch auch gerne dann näher bringen. Vielleicht, also nicht vielleicht, aber da kommt was und vielleicht habt ihr auch Lust dazu und guckt euch das dann an. Würde mich sehr, sehr freuen, weil das ist halt auch wieder sehr, sehr zeitintensiv und arbeitsaufwendig, ja. Es wird ein bisschen weniger Abo-Specials geben. Nicht nur, weil ich jetzt ja weiß, ich rechne jetzt nicht damit, dass ich jetzt nochmal so viel Abonnenten bekomme, ne? Also keine Sorge, ich hab nicht so einen Höhenflug, tut mir leid, nee. Ich denke in der Hinsicht eher pessimistisch. Also ich werde mich jetzt an Schnapszahlen halten, denke ich mal. Und wenn ihr euch jetzt die nächste Schnapszahl denkt, gut, die könnte vielleicht noch relativ nah sein, 1111, ne? Aber die nächste Schnapszahl, wisst ihr ja, die ist dann ja schon sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen, also es wird weniger Abo-Specials geben, allein auch deswegen, weil ich dann mehr Zeit habe für so kleine Zwischenprojekte, wie zum Beispiel Hörspiel-Reviews. Dass ich dann sowas mal dazwischen schieben kann. Oder vielleicht mal ein spontanes Best-of. Ne? Und Abo-Specials ziehen natürlich Zeit oder fressen Zeit. Und deswegen, ne? Also seid nicht böse, wenn die ein bisschen weniger werden. Das letzte Special war ein herausragendes Special und für mich ist das eigentlich kaum zu toppen. Deswegen denke ich, soll es erstmal dabei belassen werden. Es wird natürlich irgendwann noch wieder ein Special kommen, keine Sorge, braucht ja keine Angst haben. Und es gibt reichlich Sondervideos und was weiß ich alles. Aber die klassischen Abo-Specials in dieser Hinsicht werden dann wahrscheinlich weniger werden. So, ja, ich habe mir auch vorgenommen, weiterhin mindestens einmal im Monat zu streamen. Das heißt, mindestens einmal im Monat sollte reichen. Wenn das dann mal zeitlich nicht klappt, dann ist das halt so, das stört mich nicht groß. Aber so vom Grundsatz her einmal im Monat streamen, das werde ich so beibehalten. Und ja, ihr habt Spaß dran, mich freut's und
ja, ich brauche das auch so ein bisschen zum Abschalten vom Alltag und so. Und es macht wirklich Spaß, sich mit euch zu unterhalten. Und ich freue mich jedes Mal, wenn im Chat ordentlich was los ist und ihr dann miteinander sprecht. Ja, und ich dabei zocken kann und ich sehe, ah, euch geht's gut, dann freut mich das. Ja, also das wird auf jeden Fall weiterhin so kommen. Einmal im Monat streamen. Zum Beispiel auch jetzt im Januar, am 22. Januar. Ja, da geht's wieder los. So, guckt dazu auch gerne mein Infovideo an. So, jetzt der große Knaller, den ich vorhin schon angekündigt habe. Thema Tsuktsui-Songs. Wird es in diesem Jahr wieder einen Tsuktsui-Song geben? Ja. Wird es. Ich habe bereits ein Lied. Ich habe bereits einen Text, der zu 80% fertig ist. Ich muss ihn noch ein bisschen überarbeiten. Ich habe bereits zwei Lieder und zwei Texte. Diese beiden Songs würde ich gerne dieses Jahr fertigstellen. Der Dave und die Julle wissen da aktuell noch nichts von. Und wenn sie dieses Video hier sehen, falls sie das sehen, dann wissen sie es jetzt. Ich werde euch natürlich darauf ansprechen. Ja, klar. Und wie gesagt, zwei Titel schweben mir vor. Ich habe auch für beide schon die Texte. Und ihr wollt jetzt natürlich wissen, worum geht's, ne? Ja. Ich will natürlich nicht zu viel verraten. Ich sag, eins wird auf jeden Fall ein bisschen rockiger. Eine rockige Nummer, ja. Und das andere, wie soll ich das am besten beschreiben? Das kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Vielleicht ein bisschen düsterer? Das wird vielleicht falsch verstanden. Es ist schwer zu sagen. Also sagen wir mal, bleiben wir mal bei rockig und sagen wir mal speziell. Sagen wir mal speziell oder düster. Je nachdem. Ja, also das wollte ich euch zum Schluss nochmal sagen. Also es gibt mindestens zwei neue Tsuktsui-Songs. Mir schwebt sogar noch eine Idee für einen dritten vor, aber das, da will ich nicht zu weit vorgreifen. Also zwei Songs sollten kommen. Wann, weiß ich nicht. Vielleicht erst Ende des Jahres, vielleicht Mitte des Jahres, vielleicht Anfang des Jahres. Ich denke mal, dass der Dave, wenn er das hier sehen wird, mich auf jeden Fall darauf anschreiben wird. Da gehe ich mal ganz stark von aus, weil er neugierig ist. Vielleicht die Julia auch. Und ja, ich muss noch ein bisschen am Text feilen, also bitte jetzt nicht gleich Druck machen. Nee, also abschließend bedanke ich mich natürlich für das tolle Jahr 2015. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben das ja vorhin zusammen ausgewertet. Also das lief top, alles besser. Bis auf die Kommentare, aber das ist zu verschmerzen, weil das ein allgemeiner Trend ist, denke ich mal, dass weniger kommentiert wird. Finde ich jetzt ja auch nicht so schlimm. Wobei ich mich immer über Kommentare freue. Das muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, der Jahresrückblick ist am Ende. Ging auch schon viel zu lange, bin ich der Meinung. Ja, viel, viel Videomaterial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr das nächste Jahr auch wieder einen Jahresrückblick haben wollt, dann schreibt mir das doch gerne bitte. Und also ich hätte schon Spaß dazu. Ne? Und es ist ja auch für einen selbst interessant, die Weiterentwicklung festzuhalten, wie das mit dem Kanal so läuft, ob es bergab geht oder bergauf. Alles nimmt seinen Lauf. In diesem Sinne höre ich jetzt auf zu reimen und wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Falls ihr das überhaupt am Wochenende hochladet, weiß ich gar nicht. Ich sage lieber einen schönen Tag, einen schönen Feierabend, wann auch immer ihr das guckt. Und ja, bleibt doch auch im nächsten Jahr, also in 2016 meine ich, meinetwegen auch 2017, wie ihr wollt, dabei. Und ja, schaut bitte fleißig weiter meine Videos und natürlich bei all meinen anderen YouTube-Kollegen, die immer so bei mir in den Parts auftreten. Das würde mich und meine Kollegen sehr freuen. Und ja, vielen Dank für alles. Schönes neues Jahr. So, haut rein, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.